Ja. Wenn der Europäische Gerichtshof ein Urteil verkündet, hat das meist große Relevanz. La Cour! Der EuGH ist das oberste Gericht der EU. Gegründet wurde er vor 70 Jahren. Im Nachkriegseuropa, als 6 Staaten die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Montanunion, schufen. Ein Beitrag zum Frieden, und das sei die EU bis heute, so der Präsident des Gerichts. Zu diesem Zweck müssen wir die liberale Demokratie, den Rechtsstaat und die Achtung der Grundrechte in allen Umständen ohne Ausnahme stärken. Alle 27 EU-Staaten stellen am EuGH je einen Richter oder eine Richterin. Sie entscheiden über die Auslegung von EU-Recht. Europaweit so richtig bekannt wurde der EuGH mit dem Bossmann-Urteil 1995. Das stellte damals das Modell der Ablösesummen im Profifußball auf den Kopf. Oft geht es hier aber auch um Verbraucherrechte. Online gekaufte Matratzen kann man auch nach dem Probeliegen innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. So ein Urteil von 2019. Die geplante Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen kippte der EuGH im gleichen Jahr, denn sie diskriminiere ausländische EU-Bürger. 2020 kam es zum Streit zwischen Luxemburg und dem deutschen Bundesverfassungsgericht. Anlass war der Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB. Im Jubiläumsjahr haben sich die Wogen aber wieder geglättet, heißt es inzwischen aus beiden Gerichten. Die nächsten EuGH-Entscheidungen stehen schon bevor, etwa zum Persönlichkeitsrecht im Internet.